Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Men NFL 19. Wir sind in der Journey Cross Country weiterhin unterwegs. Die 14. Challenge steht an in den antizipierten Matchups. Es geht gegen die Pittsburgh Steelers. So, Steelers at Jaguars. A rematch of last year's Divisional Round Game, where the Steelers were so close in coming back and winning. Erinnern wir uns noch alle dran, auch in diesem Jahr hat dieses Spiel ja schon stattgefunden. Die Steelers haben gewonnen, mit größeren Problemen als erwartet. Da die Jaguars ja wirklich eine schlechte Saison spielen. Aber irgendwie haben es dann die Steelers doch noch geschafft, dank auch einiger wirklich blöder Situationen der Jaguars dieses Spiel zu gewinnen. Ich erinnere mich da an eine Face Mask Strafe. Da hat der Verteidiger das Face Mask durchgeführt, hat dann Interception in der Endzone gefangen. Face Mask wurde gepfiffen. Vier neue Versuche für die Steelers. Bup, spielentscheidender Touchdown, Spiel vorbei. In der Kurzfassung. Deswegen schauen wir mal, dass wir hier die Steelers mit Ben Roethlisberger stoppen können. War ja im beliebtes Duell in den 70er Jahren: Cowboys gegen Steelers. Antonio Brown, Le'Veon Bell, David DeCastro und natürlich Ben Roethlisberger. Ja, über Ben müssen wir, glaube ich, nicht mehr sprechen. Das hat sich erledigt in Pittsburgh. Ich bin gespannt, wo der nächstes Jahr unterkommen wird. Unterkommen wird er irgendwo, weil dafür gibt es zu viele Teams, die einen guten Running Back brauchen, aber was der in Pittsburgh abgezogen hat. Der hat sich wirklich übelst verzockt. Ja, dann kam Connor und keiner hat mehr nach ihm gefragt. 2005. Es steht unentschieden 20 zu 20. Wir haben den Ball an der eigenen 20-Yard-Linie. 4 Minuten 19 sind noch zu spielen. 2. und 5. Da können wir, glaube ich, relativ ruhig und gelassen mit umgehen. Ja, wir laufen erstmal durch die Mitte. Schauen wir mal, wie die Steelers da so aufgestellt sind. 2. und 5. Aber Elliott eigentlich schon getackelt, rappelt sich mal wieder auf und kommt über die First-Down-Markierung. Neuer erster Versuch in der 27-Yard-Linie. Ja, so ist er, mein kleiner Running Back. So, Lauf über die Außen. Erster Versuch und 10 in der 27. Boah, und wieder kommt er da durch. Unfassbar quirlig, Ezekiel Elliott. Neuer erster Versuch an der 45-Yard-Linie. Ja, wir kommen hier mit dem Laufspiel ja so gut nach vorne. Da kann ich doch Dak Prescott einfach nur weiter ganz gut den Ball an Elliott übergeben lassen. Laufspiel über die Innen. Und auch hier wieder eine Lücke. Also vom Steel Curtain ist hier nicht viel zu sehen in diesem Spiel. Elliott läuft hier die Steelers gerade in Grund und Boden. Erster Versuch und 10. Wir haben jetzt Eddie George als Running Back auf dem Feld. Kann Elliott sich aber wieder ein bisschen ausruhen, ein bisschen durchschnaufen. Denn auch Eddie George holt hier ein neues First Down raus an der 23-Yard-Linie. Wir sind in Field Goal Range. Und da es unentschieden steht, ist das natürlich schon eine Sache, die uns sehr in die Karten spielt. Wir laufen natürlich weiter. Nähern uns jetzt schon dem 2-Minute Warning, also der offiziellen Auszeit. Erster und 10. Das war der erste Mal nicht so gute Lauf. Ein Yard Raumgewinn, nur 2-Minute Warning. Dann schauen wir uns mal jetzt die Auszeiten an. Die Steelers haben noch eine, wir haben noch zwei. 2009, ich laufe über die Außen, möchte jetzt auf jeden Fall in Bounce bleiben. Falls wir keinen Touchdown schaffen, wovon ich jetzt mal ausgehe, möchte ich aber auf jeden Fall in Bounce bleiben, damit die Steelers ihre letzte finale Auszeit nehmen. Eddie George findet hier die nächste Lücke, also wirklich, also das Blocking, da muss ich meine O-Line auch mal loben, die ich oftmals sehr, gerade bei Passsituationen kritisiert habe. Das Run-Blocking funktioniert richtig gut. Sind meine Jungs aber auch drauf ausgelegt. Erster und 10 an der 10-Yard-Linie. Eddie George, quirlig wie ein junger Running Back, kommt bis an die 4-Yard-Linie. Ja, Play-Action werde ich auch mit Sicherheit spielen, Freunde. Das könnt ihr aber mal komplett vergessen.
Laufspiel über Eddie George. Wir gehen über die Seite. Ach nee, da kommen wir aber, geht aber gar nichts. So, das ist die letzte Auszeit jetzt der Steelers. Wir haben einen dritten Versuch und 4. Ja, ich laufe mit Elliott über die Außen. Ich laufe aber über die linke Seite. Ja, Eddie George macht den Touchdown. Siki hat sich gerade ein bisschen ausgeruht. Das ist ja schön, wenn man zwei gute Running Backs hat. Dann kann man sich so etwas auch mal wunderbar erlauben. Wir gehen mit 27:20 in Führung. 1 Minute 16 vor dem Kickoff noch zu spielen. Steelers haben keine Auszeit mehr. Jetzt muss Big Ben wirklich mal seine Comeback-Qualitäten zeigen. So, Kick geht bis an die 2-Yard-Linie, wird retourniert von den Steelers bis an die 27-Yard-Linie. Nein, oh, Pass Rush, niemals aggressiv einstellen. Das ist eine Garantie für Flaggen. So. Kann sein, dass ich hier mit irgendwelchen, wenn ich die Fähigkeiten dort hineinsetze, dass es da nicht passiert, aber da ist es mir zu unwichtig für. Wir machen so schon genug Druck auf den Quarterback. Erster und 10 an der 27. So, vollständiger Pass, 9 Yards Raumgewinn, 2. und 1 an der 36 Yard. Jetzt momentan marschieren die Steelers aber mal, sind schon an der 47-Yard-Linie und werden den Ball spiken, um die Uhr anzuhalten. Haben ja keine Auszeiten mehr. Das heißt, 2. und 10. An der 47-Yard-Linie. Die Mittellinie haben sie also schon überschritten, die Steelers. Sehr schnelles, sehr gutes Passspiel hier von Roethlisberger. Wieder ein neuer Versuch, ein neuer First Down. Erster und 10 an der 30. Das wäre die Field Goal Range, aber die brauchen sie ja nicht. Sie brauchen ja einen Touchdown bei 7 Punkten Rückstand. Field Goal mit 3 Punkten nutzt ihnen überhaupt nichts. Zweiter und 10. So, ich gehe wieder auf mein End. Vollständiger Pass, aber kein großer Raumgewinn. 2 Yards waren es nur, 3. und 8. Und die Uhr läuft weiter. Wir sind schon unter 20 Sekunden. Sean Lee suchte den Quarterback, er fand ihn dann. 4. und 18. Jetzt, oh, das schaffen die Steelers, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig. Die Uhr tickert hier runter. Das war's. Wir schlagen die Steelers 27:20. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.